Ja, schön, dass ihr zum nächsten Smart Home Video eingeschaltet habt. Worum geht es heute? Es geht so ein bisschen um Lidl gegen AVM. Warum vergleiche ich das? Naja, schauen wir mal. Wir haben hier den Hauptunterschied mit den Gateways. Hier haben wir die Fritzbox Cable und die hat schon DECT integriert. Auf der anderen Seite haben wir den Lidl Smart Home Silvercrest Gateway. Nach dem Intro erzähle ich euch, worin die Unterschiede liegen und auf was beim Kauf zu achten ist. Fangen wir mal mit den AVM-Geräten an. Ich erkläre euch, wie die funktionieren, was die Einschränkungen sind und dann gehen wir über zu Lidl. Und dann werde ich noch ein paar allgemeine Worte verlieren. Um ehrlich zu sein, auf dem Bildschirm passiert jetzt nichts Spannendes. Ihr könnt mit YouTube Warns zum Beispiel das Video in den Hintergrund schieben und mir einfach zuhören. Ich versuche das jetzt nur anhand der Tonspur zu erklären, was es mit den Geräten auf sich hat. Also fangen wir mal mit der Fritzbox an und mit diesem Stecker oder was haben wir hier noch? Hier haben wir eine LED-Lampe von AVM. Das sind die Geräte, die ich jetzt mal hier als Beispiel mitgebracht habe. Die Fritzbox habt ihr vielleicht schon zu Hause stehen und vielleicht habt ihr damit auch schon ein Fritzphone gekoppelt oder irgendein anderes DECT-Telefon. Und DECT ist hier auch schon absolut das richtige Stichwort. DECT ist die Technologie, mit der die Fritzbox sich ja früher eher zu Telefonen verbunden hat und jetzt wird das Ganze genutzt, um sich zu Smart Home Geräten zu verbinden. Was macht DECT so interessant für die Verwendung mit Smart Home? Und warum nimmt man nicht einfach WLAN? DECT hat eine größere Reichweite als WLAN. Ist deshalb schon mal interessanter, wenn man so ein ganzes Haus damit ausleuchten möchte. Zum anderen braucht es weniger Energie und ist auch für geringe Datenraten ausgelegt. Im WLAN möchte ich ja zum Beispiel was streamen, also eine hohe Datenrate haben. Bei DECT sieht es anders aus. Da übertrage ich beim Telefon nur Audio, das ist relativ wenig Daten, was da durchkommt. Und bei Smart Home ist im Grunde der gleiche Anwendungsfall. Hier übertrage ich dann zum Beispiel so eine Art Telemetriedaten, also nur ist der Stecker an oder aus. Oder wie viel Temperatur zeigt er gerade an oder welche Farbe hat der Benutzer eingestellt. Also DECT eignet sich schon mal prinzipiell genau für dieses Szenario. Das hat auch AVM so erkannt und bietet jetzt Geräte mit diesem Funkstandard als Smart Home Geräte an. Sieht man hier auch auf der Packung, die heißen auch Fritz DECT. Das Schöne an diesem Set ist einfach, man braucht keine zusätzliche Basisstation, wenn man denn schon eine Fritzbox hat. Man koppelt die Geräte einfach und kann dann direkt loslegen. Von AVM gibt es dafür eine Smart Home App oder man greift eben auf die App von einem Dritthersteller zurück. Hier habe ich die Geräte mal drin. Ja, der DECT 200 Temperatursensor ist natürlich nicht drin. Der steht ja jetzt hier und ist nicht angeschlossen. Ansonsten habe ich jetzt hier aber zum Beispiel eine Lampe drin. Die ist aber auch eigentlich gerade nicht angeschlossen. Aber egal, die ist hier drin. Und ja, die kann ich mit Temperatur steuern, Helligkeit steuern, ein- und ausschalten und so weiter. Also man muss kein neues System kaufen, man hat die Basisstation schon zu Hause, ja, und kann direkt loslegen. Warum sollte ich jetzt überhaupt was anderes kaufen? Dieses Setup hat auch ein paar Nachteile. Der Standard für DECT in Smart Home Geräten ist nicht gerade sehr weit verbreitet und die Anzahl der Geräte, die ihr kaufen könnt, ist sehr eingeschränkt. Die meisten Geräte, die man kaufen kann, sind glaube ich von Gigaset oder AVM. Da ist auch kein großer Preisdruck zu sehen, deshalb sind die Geräte auch noch relativ teuer. Die Lampe kostet zum Beispiel 30 Euro. Die Lampe, die ich bei Lidl gekauft habe, die den Zigbee-Standard hat, die kostet gerade mal die Hälfte. Man ist hier also ein bisschen AVM ausgeliefert und auf das, was die halt an Geräten anbieten. Das ist eigentlich so der größte Nachteil an dem ganzen Set. Der hohe Preis, bei manchen Sachen finde ich den verschmerzbar, bei anderen Sachen kann es ganz schnell teuer werden. Ich glaube, diese Steckdose, die kostet glaube ich zwischen 30 und 40 Euro. Und wenn ich jetzt mehrere Anwendungen dafür habe, wird es ganz schnell ganz, ganz teuer, wenn ich mehrere kaufen möchte. Bei den Lampen genauso. Wenn ich zum Beispiel im Zimmer irgendwie eine Farbe tauchen will, brauche ich sehr, sehr viele von den Lampen und da kann es sehr schnell sehr teuer werden. Deshalb ist der Preis da schon ein bisschen so, wo es weh tut, würde ich sagen. Wenn man einen anderen Anwendungszweck hat, zum Beispiel mal einen Fenstersensor braucht, ob das Fenster geöffnet wurde, da habe ich persönlich noch nichts gefunden. Ich mag mich aber auch täuschen. Vielleicht gibt es da auch was, was den DECT-Funkstandard unterstützt. Aber da kommt man irgendwann an seine Grenzen mit diesem AVM-Set. Und hier kommt dann das Lidl-Set ins Spiel. Ich stelle die Sachen mal zur Seite und wir konzentrieren uns mal auf die Geschichten von Lidl. Was ich vorhin erwähnt habe, dass man bei AVM ja schon die Basisstation, also DECT, integriert hat und da nichts extra kaufen muss,
ist hier so ein bisschen der Nachteil bei Lidl. Da brauche ich nämlich eine Basisstation. Und wenn ich jetzt hier von Lidl rede, dann könnt ihr das im Grunde auf alle anderen Zigbee-Systeme wie Philips Hue oder auch Drahtfree von IKEA übertragen, in den meisten Fällen. Ich brauche also erstmal eine Basisstation. Egal für welches andere System ich mich entscheide, wenn das nicht deckt hat und ich das nicht mit der Fritzbox schon kombinieren kann, dann brauche ich irgendwas zum Funken, also irgendeine Basis, irgendein Gateway, der zu den Smart Home Geräten kommunizieren kann. In dem Fall ist der Funkstandard Zigbee. Das kann ich auf der Verpackung erkennen. Da steht dann hier groß Zigbee in der Regel drauf. Ich mache mal den Autofokus oder den Nicht-Autofokus. Ja, hier steht dann Zigbee drauf, Certified Product. Das heißt aber noch nicht besonders viel. Es wäre schön, wenn das viel heißen würde, weil das ist ja ein Funkstandard, habe ich ja schon erwähnt, und man könnte ja davon ausgehen, dass jetzt alle Geräte, die Zigbee sprechen, mit allen Gateways, die Zigbee sprechen, funktionieren würden. Das ist aber nicht der Fall. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass der Hersteller ja eine App herausbringt. Und ja, ob die Geräte dann quasi alle Funktionen ansprechen können, die so haben, ist halt nicht garantiert. Also ich halte hier mal die Lidl-App ins Bild, da sehe ich den Zigbee Gateway und eine Birne habe ich damit schon mal gekoppelt. Ne? Also das ist die App von Lidl. Und wenn ich jetzt andere Geräte hier integrieren will, dann bin ich immer darauf angewiesen, dass die zum einen mit der App kompatibel ist, also dass ich Steuerbefehle von meinem Smartphone an das Gerät schicken kann. Und ich bin auf der anderen Seite darauf angewiesen, dass der Gateway damit funktioniert. Also das wäre dann der Zigbee-Funkstandard. Das habe ich im Internet aber auch schon gelesen, dass das wohl nicht immer der Fall ist. Also zum Beispiel hat Lidl eine Steckdosenleiste rausgebracht, die dann mit dem Gateway oder mit der App von Philips Hue nicht kompatibel war. Wo da genau die Kompatibilitätsprobleme liegen, ist für mich immer so ein bisschen schleierhaft. Vielleicht könnt ihr ja mal kommentieren, wenn ihr selber damit Erfahrungen hattet, wo da die Probleme liegen. Es gibt eben diese zwei Hürden. Einmal muss der Gateway mit dem Gerät kompatibel sein. Das sollte dann durch den Zigbee-Standard eigentlich geregelt sein. Und dann muss auch die App in der Lage sein, das Gerät zu steuern. Das ist also so ein bisschen Nachteil, aber auch Vorteil bei diesen Zigbee-Geräten. Die Kompatibilität ist nicht garantiert. Man muss also vorher immer mal kurz eine Recherche machen, ob die Geräte, die Apps und die Gateways untereinander überhaupt kompatibel sind. Der Vorteil ist wiederum, dass man halt diesen einen Gateway hat, der ist im Prinzip schon mal mit allen Zigbee-Geräten kompatibel. Ich bin jetzt also nicht auf Lidl zum Beispiel als Hersteller angewiesen, sondern kann mir jetzt auch eine Philips Hue kaufen und hoffen, dass die damit funktioniert. Aber wie gesagt, da muss man sich vorher informieren, ob das überhaupt funktioniert. Und dann habe ich auch so ein bisschen die Qual der Wahl der Apps. Bei AVM ist das relativ simpel, da habe ich die Optionen, die AVM mir anbietet, viel mehr geht da nicht. Bei den anderen Herstellern kann ich mich ja entscheiden, nehme ich zum Beispiel den Philips Hue Gateway und koppel die Lidl-Geräte damit und steuere die dann mit der Philips Hue App oder nehme ich halt die Lidl App und den Lidl Gateway dazu. Das Problem, das ich hier sehe, sind so abhängige Schaltungen und die will man haben im Smart Home, also es ist kein Corner Case, den ich mir ausdenke. Zum Beispiel kaufe ich mir einen Zigbee Bewegungsmelder und sobald der Bewegungsmelder anschlägt, möchte ich, dass eine Lampe angeht. Oder ich kaufe mir, jetzt hier mal wieder das Beispiel von AVM, dieses Gerät. Das hat einen Temperatursensor integriert und jetzt kann ich einen Heizungsthermostat entsprechend abhängig von der Temperatur schalten. Das heißt, ich habe also nicht nur meine App, auf der ich irgendwas drücke und irgendwas passiert, sondern ich habe auch die Smart Home Geräte, die automatisch auf irgendwelche Ereignisse reagieren können. Und erst dann wird es ja zum Smart Home, wenn ich immer eingreifen muss in das Ganze, finde ich das nicht besonders smart. Und das verkompliziert die ganze Geschichte halt. Ich brauche halt Apps, die das können, bei denen ich sowas konfigurieren kann. Und damit bin ich wieder auf die Kompatibilitäten untereinander angewiesen. Nächster Punkt, der für mich relativ schmerzhaft ist, ist dieser Online-Zwang. Eigentlich ist ein Smart Home eine Sache, die nur im Heimnetzwerk ablaufen sollte. Tatsächlich sind aber wohl manche Hersteller der Meinung, dass das auf der Cloud des Herstellers laufen sollte. Da gehen verschiedene Probleme mit einher, zum Beispiel was passiert, wenn mein Internet ausfällt oder was passiert, wenn einfach der Hersteller seinen Dienst einstellt. Was passiert, wenn jetzt zum Beispiel Lidl sagt, naja, wir haben jetzt mal 3 Jahre Spaß gehabt mit unserer Smart Home Serie, aber irgendwie hat die sich nicht so richtig verkauft, die bringt kein Geld ein, wir stellen den Dienst ein. Und jetzt habt ihr noch 2 Monate und dann schalten wir unsere Server ab.
Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß, wenn dieser Moment eintritt oder ihr denkt vorher daran und benutzt ein System, das nur zu Hause funktioniert. Und hier punktet das AVM-Set. Also das Ding funktioniert komplett offline. Es gibt gar keine Cloud von AVM, die das irgendwie steuern würde, sondern die Steuerung passiert wirklich auf der Fritzbox. Und das finde ich smart. Also wenn es zu Hause im Heimnetzwerk komplett abläuft, das finde ich smart. Und alles andere ist eigentlich nicht wirklich das Smart Home. Da habe ich vielleicht eine smarte Cloud im Hintergrund, aber das Home ist nicht wirklich smart. Es gibt eine kleine Bastellösung, die dieses ganze Problem mit den Inkompatibilitäten ein bisschen in den Griff bekommt. Und zwar gibt es Software wie OpenHub oder IO Broker, die man auf dem Raspberry Pi installieren kann. Und damit kann man schon dann die Geräte verschiedener Hersteller unter einen Hut bringen. Finde ich persönlich bitter nötig. Denn ja, wenn man sich einmal anfängt damit zu beschäftigen, kriegt man ganz schnell Kopfweh bei dem Thema Smart Home. Ich will jetzt nochmal zusammenfassen, wo die Vorteile sind beider Sets und ja, was ihr zu beachten habt, wenn ihr sowas kauft. Wenn ihr einsteigt ins Thema Smart Home, dann ist ganz wichtig dieser Gateway. Für welchen entscheidet ihr euch? Nehmt ihr einen großen Hersteller wie Philips Hue, der wahrscheinlich schon eine recht weit entwickelte App hat? Oder nehmt ihr Tradfree von IKEA? Oder nehme ich sowas Billiges wie von Silvercrest und bin dann aber auf die Lidl Home App angewiesen? Zudem müsst ihr bei jedem Gerät eigentlich schon die Kompatibilität prüfen. Nur weil Zigbee draufsteht, heißt das nicht, dass ihr das mit eurer App auch steuern könnt. Ein weiterer Nachteil der Zigbee-Lösungen ist in der Regel, dass ihr ein Online-Konto benötigt. Das hat mit Zigbee nichts zu tun, ist aber einfach bei den kommerziellen Herstellern, die das anbieten, leider gang und gäbe, dass sie euch verpflichten, ein Online-Konto anzulegen und viele der Funktionalitäten des Smart Home in die Cloud verlagern. Das hat für die Hersteller ganz einfach den Vorteil, dass sie in dieses billige Ding nicht eine eigene Logik einbauen müssen. Ich vermute mal, dass darin wirklich nur ein Zigbee auf LAN-Konverter drin ist, möchte ich es mal nennen. Hier ist also ein Zigbee-Funkmodul drin und im Grunde nur der Adapter zu LAN, also zu Ethernet, damit das mit der Fritzbox kommunizieren kann und die Verbindung zur App findet. Da passiert nichts Intelligentes drauf. Da wird wahrscheinlich nichts drauf gesteuert, kein Automatismus, nichts. Das kann maximal noch irgendwie auf eure App passieren, aber nicht in dem Kästchen hier. Bei AVM ist das anders. Da ist die Logik in der Fritzbox drin. Also wenn zum Beispiel ein Automatismus eingerichtet wird, kümmert sich der Prozessor in der Fritzbox darum, dass der Befehl ausgeführt wird. Bei den Zigbee-Geräten ist die Logik entweder in die App verlagert, also auf dem Smartphone, oder meistens in die Cloud des Herstellers. Und ist die ausgefallen oder ist euer Internet ausgefallen, was ja auch passieren kann, oder durch irgendwelche anderen Gründe die Verbindung gestört, funktioniert das Ganze nicht mehr. Das sind so die Gedanken, die man sich machen muss, wenn man ins Smart Home einsteigt. Also welcher Hersteller ist empfehlenswert, auf welchen will ich mich am Anfang festlegen, wer soll mein Gateway und wer soll meine App stellen und möchte ich denn eine Lösung haben, die nur von der Cloud abhängig ist oder ist mir meine Privatsphäre zum Beispiel wichtiger oder die Ausfallsicherheit, dann ist man wahrscheinlich besser beraten mit einem System, das komplett offline funktioniert. Immerhin finde ich das zum Beispiel hier ganz interessant oder ganz, ganz transparent, würde ich es mal nennen, bei Lidl. Die haben diesen Nachteil schon direkt aufgedruckt, dass halt die App über das Internet an den Gateway rangeht, über das www. Und das macht ja halt wenig Sinn. Ne? Also ich habe ja die viel kürzeren Wege im Heimnetz. Ich bräuchte das in der Theorie gar nicht. Aber ja, das ist irgendwie so der Weg, der heute in den meisten Fällen gegangen wird. Falls schon mal von euch jemand Erfahrungen mit Smart Home hat, vielleicht könnt ihr mir ein paar Horrorgeschichten erzählen, vielleicht was euch so graue Haare beschert hat, welche Inkompatibilitäten euch schon untergekommen sind oder ob das Quatsch ist, was ich erzähle und es einen Hersteller gibt, der das ganze Spektrum abdeckt und man da gar nicht mehr überlegen muss. Würde ich mich echt über Kommentare freuen. Ich habe ja auch noch nicht so viel Erfahrung damit, also glaubt mir auch nicht alles, was ich jetzt erzähle. Aber das ist das, was ich jetzt so durch Recherche und ja eigene Einkäufe erstmal rausgefunden habe. Die Videoserie wird jetzt weitergehen. Ich habe es jetzt mal wirklich angepackt. Es wäre cool, wenn ihr mich abonnieren könntet. Dann bekommt ihr das auch mit, was ich hier bastle in meinem Smart Home. Ich werde OpenHub mit der Konbi auf dem Raspberry Pi einsetzen und werde das so anschaulich wie möglich erklären, dass auch Laien damit einsteigen können und sich vielleicht nicht auf einen der Hersteller mit den entsprechenden Apps festlegen müssen. Mal schauen, wie diese Lösung so wächst bei mir und daran werde ich euch in meinen zukünftigen Videos teilhaben lassen.